Hallo meine lieben Zuschauer, hallo liebe Jungfrauen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, wenn du Jungfrau bist und herzlich willkommen für alle anderen, die natürlich hier auch zuschauen. Wir haben also den September, das ist der Jungfrauenmonat und das ist wahrscheinlich die größte Geburtstagsparty, die ihr vielleicht jemals hattet. Ich hoffe, ihr habt schon Größe gehabt. Aber das ist hier wirklich ein großes Fest. Zürichhorn heißt das hier, wo ich gerade bin. Und hier treten heute am 20. August ausschließlich weibliche Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen und so weiter in Bandformationen auf. Und da wollte ich euch das Ganze auch nicht vorenthalten. Das Sternzeichen Jungfrau ist ein Erdzeichen neben Stier und Steinbock. Die Jungfrau wird symbolisiert durch eine junge Frau, also das Symbol ist quasi die gleichnamige Jungfrau, aber das ist wirklich nur ein Symbol und hat eigentlich mit dem Sternzeichen oder der Charakteristika dieses Sternzeichens sehr wenig zu tun. Genau, die Eigenschaften, die allgemeinen Eigenschaften der Jungfrau sind Detailliebe, die Liebe, Dinge zu analysieren, und die Jungfrauen haben oft oder beziehungsweise einfach das Sternzeichen an sich beide Beine auf der Erde. Das sind einfach so ganz allgemeine Beschreibungen des Sternzeichen Jungfraus. Und natürlich ist nicht jeder gleich und wir haben auch noch andere Einflüsse in unserem Horoskop. Liebe Wassermänner, so, jetzt seid endlich ihr an der Reihe. Wie geht es euch denn so psychisch und physisch vom 1. bis zum 10. September 2016? Und es kann gut sein, dass ihr hier sehr in Bewegung seid, dass ihr etwas bewegen wollt, dass ihr euch selbst bewegt, dass ihr vielleicht sportlich aktiver seid als in anderen Zeiten. Ich sehe hier auch sehr, sehr viel Leidenschaft, feurige Gefühle auch, weil ich rede ja auch hier von der Psyche, oder? Und ich glaube, alles Mögliche kommt hier in Bewegung. Wenn ihr etwas in Bewegung haben wollt in diesem Bereich auf eine Art und Weise, dann kommt das. Vielleicht seid ihr auch auf Reisen und fühlt euch einfach sehr abenteuerlich und einfach voller Vorfreude und mit leidenschaftlichen Gefühlen einfach im Allgemeinen. Also ich denke, diese Tendenz ist auf jeden Fall positiv zu verstehen, okay? Und ja, ich denke, ihr werdet da schon Pferde stehlen vielleicht in diesem Monat, und wer vielleicht gesundheitlich angeschlagener ist, kann sein, dass ihr da hier euch fitter fühlt als in anderen Zeiten. Jeder Wassermann ist natürlich anders, der hier schaut, ist klar. Nicht jeder Wassermann ist gleich, logisch, ja. Wir haben ja auch noch ein Mondzeichen und einen Aszendenten, und ich kann euch empfehlen, die anderen Videos auch mal anzuschauen. Sehr persönliche Tendenzen kann ich geben, wenn ihr mir halt eine persönliche E-Mail schreibt und wir da anders zusammenkommen eben. Aber das ist, wie gesagt, ein sehr allgemeines Reading hier, eine allgemeine Legung. Im Job kann sein, dass es da Unklarheiten und Illusionen gibt. Vielleicht denkt ihr, ihr macht gleich die große Million, aber Pustekuchen. Also ich würde hier einfach mal einen genauen Reality-Check machen, mal gucken, ob dieser Vertrag auch so wirklich stimmt, wie da auch alles draufsteht und so. Also da würde ich wirklich nochmal genau hinschauen. Da könnten wirklich Illusionen und auch Täuschungen sein in dieser Zeit. Wirklich bitte aufpassen. Ja, wie sieht es denn finanziell aus? Finanziell aus, die Liebenden, ja. Also kann gut sein, dass ihr vielleicht durch eine Zusammenarbeit eure Finanzen da etwas besser aussehen dadurch. Oder dass es vielleicht gar nicht mal so um die Finanzen großartig geht, sondern vielmehr einfach um romantische Gefühle oder sowas. Also ich gehe davon aus, dass die halt nicht arbeiten, sondern eher die Romantik leben, vielleicht einfach sich wohlfühlen finanziell und da halt nicht so viel unternehmen, ja. Für Künstler ist diese Zahl, also diese Karte hier 7 Raphael übrigens sehr, sehr schön, weil das sind auch kreative Möglichkeiten hier und Ideen und kreative Arbeit. Dann sämtliches Zeug, was ihr nebenbei tut, meine lieben Wassermänner. So, das ist jetzt der Bereich. Das kann sein, das kann Nebenjob sein, wo du noch extra Geld verdienen möchtest. Das kann karitative Arbeit sein, wo du Geld spendest oder anderen Menschen, Tieren, Kindern hilfst. Ja, oder das ist ein künstlerisches Projekt, wo du halt in einer Band spielst, ein Bild malst und so weiter. 5 Gabriel, es kann sein, dass es hier Wettbewerbe und Konkurrenzkämpfe gibt. Vielleicht gibt es einen Wettbewerb in deinem Hobby, in deinem Ding, was du gerne machen möchtest. Oder Leute streiten sich darum oder Kinder streiten sich. Es ist so Streit, aber mehr so eine Wettbewerbs
Geschichte hier. Ja, vielleicht musst du, um an ein Ziel zu kommen, wirklich in den Wettbewerb gehen und wirklich, wirklich dich anstrengen, weil die Karte sagt auch aus, dass nämlich diese Mitwerber oder Mitstreiter wirklich stark sind und du dich da auch warm anziehen musst. Jawohl. Sehr feurige und ehrgeizige Leute hier, meine Lieben. Ja. Geldmäßig ist hier nicht so viel zu holen für die, die da ein bisschen extra arbeiten wollen. Ja, eher nicht. Da sind einfach vielleicht für eure Erwartungen zu kleine Brötchen zu verdienen. Also ja, ihr könnt schon ein bisschen was verdienen, aber es ist halt nicht so viel, wie ihr das wollt. Man muss sich hier wirklich, wirklich behaupten bei diesen Leuten, was auch immer ihr da machen möchtet. Ja? In der Liebe, wow, 10 Ariel, ihr kommt an und zwar, es geht darum, dass ihr wirklich mit dem richtigen Partner ans richtige Ufer kommt. Für die einen kann das echt eine tolle, sichere Angelegenheit sein in der Liebe. Oder ihr könnt wirklich Partner kennenlernen, mit denen ihr wirklich eine stabile und tolle Beziehung leben könnt, wenn ihr Single seid. Ja, und langfristig auch eine stabile Partnerschaft. So, und hier für die Singles habe ich auch nochmal den Flirt, wirklich die Ausgangskarte, die Ausgehkarte, ja, dass ihr auch wirklich auch viele Leute kennenlernen und dann auch jemanden aussuchen zu können, der wirklich total in euer Leben passt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Und ich denke auch, die Kommunikation stimmt auch total in der Beziehung miteinander. Und es kann auch gut sein, dass ihr vielleicht eine Familie gründet hier oder darüber sprecht, eine Familie zu gründen, wenn ihr schon länger miteinander zusammen seid. Oder zumindest plant wirklich auch langfristig zusammen zu bleiben und darüber vielleicht auch spricht am Anfang von September. Die Hohepriesterin haben wir bei den Leuten, die euch umgeben. Es kann gut sein, dass ihr sehr weise Menschen kennt, dass ihr Leute kennt, die wirklich sehr intuitiv sind, vielleicht ein bisschen introvertiert und in sich gekehrt, aber auf jeden Fall, diese Menschen können auch Berater sein. Das kann auch sogar ich sein, weil hier die Hohepriesterin sagt auch aus, die Hohepriesterin ist halt eine sehr weibliche Karte, die arbeitet eigentlich traditionell mit Mondphasen, so wie es halt im traditionellen Tarot heißt. Aber das kann auch eine Kartenlegerin sein, das kann eine Astrologin sein, das kann jede mögliche Frau sein, die einfach im spirituellen Bereich tätig ist. Es können einfach Menschen sein, die spirituell sind. Und wenn das deine Freunde sind, dann ist das super. Dann ist es doch eigentlich auch sehr harmonisch, würde ich sagen, hier. Ja? Leute, die dich umgeben. Es können alle möglichen Leute sein. Es können Freunde sein, Familie, der Dönerverkäufer, jeder. Und vielleicht haben die einfach einen positiven, beruhigenden Einfluss auf dich. Das ist schön. In der Mitte vom Monat haben wir vom 10. bis zum 20. Wie geht es euch? Gerechtigkeit ist ganz klar. Wenn du gesund lebst, wirst du gesund sein. Wenn du Sport machst, wirst du abnehmen. Wenn du deine Vitamine isst, dann wirst du gesund sein und alles wird gut. Aber es liegt total an dir. Du musst wirklich etwas für dich und deine Gesundheit, deine Fitness oder dein Wellness tun und dann wird die Sache gut. Aber wenn du nichts tust, dann bleibt halt alles beim Alten oder wird schlimmer. Das ist so das, die Tendenz, die ich euch allen so mitgeben kann. Im Job haben wir das Rad. Alles, was hier passiert, alles, was du verdienst, alles, was du da machst, ist schicksalhaft. Wenn du in der Vergangenheit sehr viel Arbeit reingesteckt hast, dann sollte das Rad wirklich Glückliches bringen. Wenn du aber irgendwie nicht das machst, wo du am richtigen Ort sein solltest, nicht das, was deiner Bestimmung entspricht, kann sein, dass es sich hier Änderungen ergeben. Kann auch sein, dass dort auch Leute sind, mit denen du entweder sehr gern arbeitest oder nicht so gern arbeitest, aber das kann auch wirklich eine karmische Ursache sein und es kann gut sein, dass es einfach so Leute sind, mit denen du irgendwie wie so noch eine Aufgabe zu meistern hast. Ja, und du verdienst genauso viel, wie es auch gerade für dich vorgesehen ist. Das ist so wirklich auch das. Es kann auch sein, dass du deiner Berufung folgst. Finanzen? Finanzen, Gerechtigkeit. Und das ist sehr interessant, weil die Gerechtigkeit, das ist hier mein eigenes Kartendeck. Ich habe das selber hier designt. Und ich habe die Bilder alle selber ausgesucht, da drauf geklebt. Und hier ist die Gerechtigkeit. Und bei der Doreen Virtue haben wir auch Gerechtigkeit. Die Doreen Virtue, das ist ja hier das Erzengel-Tarot von der Doreen Virtue. Und die nimmt ja auch das traditionelle Tarot und interpretiert das mit ihren eigenen Engelbildern. Aber vom Prinzip her und von den Energien und den Karten ist das hier das Gleiche in Grün. Versteht ihr das? Und die Gerechtigkeit als Zusatzkarte im Beruf bedeutet schon wieder dasselbe. Wenn du viel arbeitest und du guckst, dass wirklich, ich sag, das Brot auf den Tisch kommt, kommt es auch auf den Tisch. Nur wenn du nichts tust, dann kommt auch nicht so viel rum. Es ist wirklich so. Und auch in der Vergangenheit. Das, was du geleistet hast, das wird auch gerecht entlohnt. So wie ich es vorher gesagt habe mit dem Rad. Das passt.
Ja, da musst du einfach schauen. Jeder Wassermann ist anders. Wo du gerade stehst und was du denkst, was kommen könnte, wäre einfach entsprechend so, wie ich das schon eben definiert habe, so. Oder einfach, wie mir das so reingekommen ist, eben intuitiv für dich. Die Nebenbei-Bereiche, ja, das kann sehr gut sein, dass das hier, dieser Streit oder was auch immer, dieser Wettbewerb, aber ich glaube, das ist ein fairer, cooler Wettbewerb. Es kann so wie so ein Band-Contest sein. Wisst ihr, was ich meine? Oder ihr müsst euch vielleicht für so einen Job oder sowas engagieren und da werdet ihr nochmal getestet. Das kann so auch so Prüfungssituation sein. Und hier fangt ihr wirklich etwas an, was euch befreit. Vielleicht gewinnt ihr das da und da ist wirklich der Befreiungsschlag und ihr habt wirklich, macht da etwas, was euch wirklich sehr gut gefällt und was auch ja, positiv, sehr positiv ist, auch für euch. Ja, extra Geld, falls ihr da was verdienen wollt. Hier ist eine Person. Es kann gut sein, dass über diese Person ihr vielleicht an diesen extra Job kommt. Das ist jetzt hier nicht so die große Geldkarte, aber ich glaube, vielleicht geht es um eine Zusammenarbeit oder um eine Beratung, um eine Finanzberatung auf eine Art. Und es kann gut sein, dass ihr mit dieser Person auch Geld machen könnt oder die euch einstellt und wichtig wird, vielleicht ein Freund. Auf jeden Fall sind das sehr nette Menschen hier. Das ist König der Kelche hier, ja. Das ist dieser Yoga-Guru. Also ja, ich habe ja hier mein eigenes Deck und das ist, ich habe den Namen vergessen, mein Gott, sorry. Aber das ist so ein Yoga-Lehrer, so ein Bekannter. Und hier habe ich hinten einfach auch hier so grün. Und es passt auch zum Beispiel, finde ich, zum König der Kelche. Das ist ja sowas, die sind sozial, künstlerisch und sowas. Und Yoga, finde ich, ist auch sowas Transzendentes. Und das passt auch total zum König der Kelche. König der Kelche, es kann ein Wasserzeichen sein. Es kann ein Krebs sein, ein Fisch. Oder ein Skorpion. Und Wasserzeichen im Allgemeinen sind auch kreativ, sind auch spirituell und so. Und ich finde auch total, ja, wenn mir der Name wieder einfällt, schreibe ich es in die Infobox, okay? Aber vielleicht werden die ein oder anderen ihn auch kennen hier. Ja, okay, dann hätten wir einmal, also dieses Projekt, da kommt entweder so ein Mann rein oder eine Energie von sehr viel Young-Energie, Initiative und Spiritualität, ja? Und Kunst auch im weiteren Sinne, ja? Falls du Kunst machst, kann das wirklich sein, dass das wie so ein Künstler ist, der dann noch reinkommt. Das kann auch sein. In der Liebe, Ritter Ariel. So, das ist super. Hier geht es darum, vielleicht eine Verbindlichkeit reinzubringen in die Sache. In die Beziehung oder whatever. Und hier geht es darum, diese Verbindlichkeit und diese Sicherheit aufzubauen. Vielleicht muss man sich hier kennenlernen erstmal richtig. Vielleicht geht es darum, wirklich Gespräche zu führen und einen Stein auf den nächsten zu tun. Das ist einfach Beziehungsarbeit. Aber die zahlt sich aus nach langer Zeit, ja? Egal in welcher Partnerschaft, vielleicht machst du die Beziehungsarbeit mit dir selbst, vielleicht mit dem Partner. Aber ihr habt schon Chancen, euch hier zu binden, wenn ihr das wollt. Und zwar wird es dann eine Bindung sein, die wirklich sicher ist im Prinzip, okay? Gut. Dann haben wir hier 8 Michael, das sind die Leute, die euch umgeben, die sind irgendwie blockiert, die Leute. Kann sein, dass ihr deswegen mit den Partnern arbeitet, weil es hier vielleicht emotionale Blockaden sind, das kann gut sein. Die Leute sind irgendwie blockiert, ja, das können alle Leute sein, das können Familienmitglieder sein, das können Lover sein, das können Freunde sein oder der Dönerverkäufer, irgendwie Hairdresser, Coiffeur, Friseur, ihr wisst, was ich meine, Brötchenverkäufer, okay. Ja, die sind vielleicht einfach, die sehen den Wald voller Bäumen nicht. Vielleicht geht es darum, die mal aufzuklären, diese Menschen, oder denen vielleicht so ein bisschen wie die Schuppen von den Augen mal zu reißen. Okay, vielleicht ist das ein guter Job für euch. Ich habe keine Ahnung, wenn die euch nahestehen und es wichtig ist, dass die sich befreien. Vielleicht können sie sich befreien durch euch auf eine Art. Die können auch so ein bisschen mit sich in Verstrickung sein, auch mitunter. Ja, das sind einfach allgemein die Menschen. Leute, genau, jetzt geht es weiter vom 20. bis Ende September. Genau, wir haben die Gesundheit im gesundheitlichen Bereich. Macht ihr vielleicht etwas Neues für eure Gesundheit? Als ich das als Ariel mal hatte in der Gesundheit, da habe ich angefangen zu joggen. Okay? Einfach sowas. Oder ihr fangt an, gesünder zu essen. Ihr fangt irgend sowas an, was eurer Gesundheit förderlich ist hier. Das können Nahrungsergänzungsmittel sein, die ihr am Anfang, die ihr jetzt ausprobiert. Oder einfach ein neuer Lifestyle. Oder ihr fangt echt wieder an. Ja, draußen in der Natur euch mehr zu bewegen, weil Ariel bedeutet hier auch Münzen und Münzen sind auch Natur. Eine sehr erdverbundene Karte. Und es ist auf jeden Fall etwas, was ihr da auch macht, ist wirklich Stabilität und hat die Chance, auf lange Sicht stabil zu sein gesundheitlich.
Im Job haben wir 4 Ariel. Ja, ihr seid sparsam, vorsichtig, vielleicht auch ein bisschen übervorsichtig und habt auf jeden Fall einen sicheren Job. Vielleicht ist der Job auch nichts, was eure Kreativität beflügelt, sondern eher Sicherheit bietet. Aber Sicherheit haben wir hier, die ist auf jeden Fall, und finanziell auch. Dann, genau, das ist sehr interessant. Diese Dinger da, diese Projekte, was ihr da macht, das nebenbei, das ist irgendwie von Männern abhängig, entweder von sehr kreativen Männern oder von sehr frei denkenden Männern, Menschen. Hier sind Männer. Ich gehe davon aus, dass vielleicht viele mit Männern zu tun haben hier. Es kann aber auch gut sein, dass es einfach Menschen sind, die eben sehr aktiv sind. Frauen, die auch sehr aktiv sind und die sehr unabhängig denken und sehr spirituell sind. Kann sein, dass du dich da beraten lässt oder mit denen zusammen etwas erschaffst, ja. Und wirklich auf ein sicheres, cooles und finanzielles, interessantes Niveau kommst, falls du da Geld verdienen willst oder ihr. Oder es um Charity Work und irgendwie Spenden geht, fließen da auch gut Gelder. Und zwar in puncto mit mehreren Leuten zusammen. In der Liebe, das ist interessant. Hier, wow. Sicherheit. Hier kommt der Teufel rein. Leider. Die Leute hier waren ja schon so ein bisschen irgendwie in Verstrickungen oder konnten den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und sind irgendwie gefangen in sich oder in ihrer Situation. Und hier ist wirklich der Teufel. Warum? Der Teufel ist ja auch Abhängigkeit und Gefangensein. Die Leute sind irgendwie gefangen oder ihr habt da irgendwelche Probleme in der Partnerschaft. Vielleicht geht es da ums Fremdgehen, vielleicht geht es da um irgendwelche Hörigkeiten, um irgendwelche Machtspielchen. Ja, entweder ihr kommt da irgendwie rein in sowas und in Abhängigkeiten oder sowas. Und da geht es wirklich darum zu gucken, warum gehe ich da rein, was ist das Problem und wieso ziehe ich so Partner an. Aber da ja hier wirklich Sicherheit ist, gehe ich davon aus, dass das vielleicht für einige von euch wie so Dinge aus der Vergangenheit sind, die da noch nachwirken. Also da muss ich echt sagen, schaut einfach mal genauer hin, was das für ein Problem ist. Und es gibt aber Hoffnung, es gibt Hoffnung, das Ganze zu lösen, vielleicht durch eine Paartherapie für manche von euch. Aber da muss man natürlich sich wirklich den Dingen stellen und echt die Wahrheit auch anschauen wollen, weil der Teufel bringt Licht auch in Angelegenheiten, ja? Deswegen ist der Teufel auch so unangenehm, weil der will eigentlich, dass wir die Dinge ans Licht zerren. Bitte lasst euch davon nicht erschrecken. Ja, es können dunkle Sachen sein, aber die kann man anschauen und dann verlieren sie wirklich ihren Schrecken. Das sagt mir der Teufel ganz, ganz viel. Auf jeden Fall. Ich meine, der Teufel, das kann auch zum Beispiel sein, dass man eben Partner ausnutzt, auch finanziell ausnutzt. Das kann es halt auch voll sein, ja. Das sind solche Verstrickungen, Hörigkeiten, solche Themen, die einfach unschön sind. Für die Leute in einer bestehenden Partnerschaft kann das wirklich eine gute Lösung sein. Und wie ist das mit neuen Leuten, die ihr da kennenlernt? Ja, das können wirklich auch Leute sein, wo ihr aufpassen müsst, damit ihr dann nicht zu kurz kommt bei der ganzen Sache hier. Das ist wichtig. In der Partnerschaft, wenn man sich länger kennt, kann man die Probleme noch lösen. Aber bei neuen Leuten muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein, meine Lieben. Hier am Ende von September bitte keine großen Zusagen machen oder so. Oder einfach mal aufpassen, mit wem man es da zu tun hat. Die Leute in eurer Umgebung sind sehr, sehr flott, sehr, sehr flink, sehr temperamentvoll. Mit denen kann man gut abfeiern und vor allen Dingen können das wirklich Nachrichten sein, WhatsApp-Nachrichten und so weiter, die ziemlich schnell an euch herankommen und Flirts und so weiter. Oder irgendwie Lösungsmöglichkeiten für Jobsachen und so. Also auf jeden Fall, denke ich, in Freundschaften und mit Familie habt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß. Das kann ich mir gut vorstellen hier. Okay, herzlichen Dank, liebe Wassermänner und vor allen Dingen hier, nehmt euch ganz kurz die Sekunde und macht mal ein Like da unten. Das würde mich sehr freuen, bringt auch hier den Kanal weiter und danke auch fürs Abonnieren, ja? Dann seid ihr immer gut informiert. Merci. Ich mache auch persönliche Beratungen. Wenn du so eine Beratung in Anspruch nehmen willst, dann schreibe mir bitte eine persönliche E-Mail. Ich arbeite seit sehr vielen Jahren mit den Karten, mit der Astrologie, mit dem Human Design, mit der Numerologie vor allen Dingen. Und alle Informationen, die fließen so ein in die Beratung für dich, dass das echt für dich Sinn macht, so wie meine Intuition mir das diktiert, wie ich da am besten hinschauen sollte und am besten mit den Informationen arbeiten kann.
Es würde mich sehr freuen. Ansonsten, wenn du gar kein Thema hast, ist das auch völlig cool. Also ich freue mich echt über jeden und über alle Zuschauer, die sich hier freuen über die Videos. Also es wäre super, wenn du die Videos oder das Video, was du dir anschaust, likest, den Kanal abonnierst, vielleicht die Inhalte teilst. Je größer der Kanal wird, desto mehr habe ich das Gefühl, dass die Leute das auch gerne haben, was ich hier mache. Und je mehr Möglichkeiten werde ich dann auch haben mit der Zeit, um noch mehr kreative Sachen hier machen zu können und ja, euch mehr Videos bieten zu können und Leistungen. Ich danke herzlich und wünsche dir eine wunderschöne Zeit, einen ganz tollen September und bis zum nächsten Mal. To stay, 'cause it felt like home.